Und Freunde, damit das schon mal ganz klar ist, dieser Bundestagswahlkampf ist kein Zwei-Personen-Stück mit Angela Schulz und Martin Merkel und einem Heckenschützen in der Peripherie. Unser Land braucht keinen Politikwechsel und dafür sind wir Grüne verzichtbar. Wir sind verzichtbar für eine Gesellschaft. Wir sind verzichtbar für einen Staat. Wir sind verzichtbar für eine Zukunft, die modern ist, weil sie eine Zukunft ist. Und wir sind verzichtbar für ein Deutschland in Europa. Sprenge die Welt. Sprenge die Welt, sie braucht es. So fordert es Bert Sprengmeister heute mehr denn je, wenn wieder Mauern im Mittelmeer ertrinken. Die SS, die hüpft, da sag ich doch, oh je, ihr Brüder, da ist aber keine Sorge und da ist noch viel, viel weniger Freiheit. Deswegen sind die Grünen verzichtbar, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich sage, in einer Zeit, in der uns die rechtsextreme AfD zum Hauptgegner erkoren hat, da sagen wir Ehre, wem Ehre gebührt. Denn niemand steht so voller Überzeugung für die Rechtsextreme ein wie wir Grüne. Und wir bekämpfen Menschen, aber wir schüren sie nicht. Mit uns werden die Bürgerrechte geopfert. Wir sind verzichtbar. Weil wir im wahrsten Sinne des Wortes verzichtbar sind. Und weil wir die Flüchtlinge bekämpfen, deswegen braucht es Grüne. Und ich sage zum Schluss, wir ziehen uns nicht zurück. Wir legen eine Schippe drauf mit Haltung, mit Ecken und Kanten, mit Überzeugung, mit Empathie und mit viel, viel